Der unklare Koran. Der Koran behauptet von sich, dass er klar, detailliert und eindeutig ist und gleichzeitig, dass darin mehrdeutige Verse stehen, deren Bedeutung nur Allah weiß. Das darf man natürlich nicht als Widerspruch sehen. Warum eigentlich nicht? Naja, jedenfalls ist im Koran vieles unklar. Alles klar? Zur Verteidigung des Korans, vieles ist auch wirklich klar und detailliert dargelegt. Zum Beispiel, wenn es ums Essen geht. Dass es zum Beispiel für Blinde keinen Grund zur Bedrängnis gibt. Auch für den Hinkenden gibt es keinen Grund zur Bedrängnis. Und auch für den Kranken gibt es keinen Grund zur Bedrängnis. Sowie auch für euch nicht. Man könnte natürlich auch schreiben für keinen Moslem, aber so ist das eben einfach detaillierter. Und worin besteht kein Grund zur Bedrängnis? Na, in euren eigenen Häusern zu essen oder in den Häusern eurer Väter, den Häusern eurer Mütter, den Häusern eurer Brüder, den Häusern eurer Schwestern, den Häusern eurer Onkel väterlicherseits, den Häusern eurer Tanten väterlicherseits, den Häusern eurer Onkel mütterlicherseits, den Häusern eurer Tanten mütterlicherseits, in einem Haus, dessen Schlüssel ihr besitzt. Was? Heißt das, wenn ich meinem türkischen Nachbarn die Wohnungsschlüssel gebe, wenn ich in den Urlaub fahre, dass er dann bei mir essen kommt? Oder im Haus eures Freundes. Es ist für euch keine Sünde, gemeinsam oder getrennt zu essen. Man könnte natürlich auch einfach sagen, Muslime dürfen überall essen, außer im Restaurant. Aber das wäre dann eben nicht so detailliert. Zwar einiges klarer, aber nicht so detailreich. Nein, nicht wo ich frühstücken kann, sondern es sind andere Dinge, die im Koran unklar sind. Zum Beispiel die Frage, ob Jesus jetzt gekreuzigt wurde und am Kreuz gestorben ist oder nicht. Ich meine, das ist ja nur der zentrale Glaubensinhalt der größten Religion der Welt. Aber gerade dieser Vers, der im Kampf gegen das Christentum besonders gerne eingesetzt wird, ist offenbar einer der unklaren Verse, von denen allein Allah weiß, was wirklich gemeint ist. Was aber Imame und Dawa-Anwerber nicht davor zurückschrecken lässt, trotzdem so zu tun, als wüssten sie, was gemeint ist. Dabei gibt es schon erst einmal 6 grobe Interpretationsrichtungen für den Vers. Die beliebteste Richtung, nämlich die Substitutionstheorie, unterteilt sich dann noch einmal in über ein Dutzend Untertheorien, wer denn nun Allahs unschuldiges Opfer war. Also es herrscht im Islam völlige Uneinigkeit darüber, was hier eigentlich passiert sein soll. Was witzigerweise derselbe Vers auch noch klar macht, ist, diejenigen, die sich darüber uneinig sind, befinden sich wahrlich im Zweifel darüber. Sie haben kein Wissen darüber, außer dass sie Mutmaßungen folgen. Sag ja. Erfrischend ist, dass es sogar islamische Gelehrte gibt, die sich ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, was man da Gott eigentlich vorwirft. Komm nicht mit diesem Nonsens. Denn es ist nicht nur erbärmlicher Unsinn, es ist absolut sündig, zu sagen, dass Allah gemacht hätte, dass jemand die Erscheinung von Prophet Jesus angenommen hätte. Frieden sei auf ihm. Und dieser unschuldige Mann, unschuldig, weil er niemals behauptet hat, der Messias zu sein, der wurde gekreuzigt. Warte bis zum Tag des Gerichts mit diesem Nonsens. Erbärmlicher Unsinn. Das ist nicht im Koran, das ist nur in deiner Fantasie. Da ist das. Und doch hat es sich in der Welt des Islam in Windeseile verbreitet. Was für eine Gehirnwäsche-Oma sind wir heute. Na dann, was ist sonst passiert? Na, warum gehst du nicht zum Koran und lässt den Koran erklären, anstelle auf ausgefallene Fantasiereisen zu gehen? Wirst du am jüngsten Tag zu Allah sagen, du hast gemacht, dass dieser Mann aussah wie jemand anderes? Und jemand, der nie behauptet hat, der Messias zu sein, wurde gekreuzigt? Das ist aktives Unrecht. Du schreibst Allah Ungerechtigkeit zu? Was für eine Dummheit! Mögen die Gelehrten diese Dummheit korrigieren. Deshalb muss ich das so deutlich aussprechen. Allah hat seine Seele genommen. Sie dachten, er ist tot.
Sie haben den Körper runtergenommen. Sie haben den Körper in die Höhle getan. Sie haben die Höhle versiegelt. Allah hat die Seele zurückgegeben. So einfach ist das. Niemand wusste, dass der Körper, dass die Seele zurückgekehrt ist. Und Allah hat ihn auferweckt. Aber lass mich dich noch einmal warnen. Wenn du bei dieser Substitutionstheorie bleibst, wirst du am Tag des Gerichts in einem erbärmlichen Zustand sein. Lass mich dich noch einmal warnen. Das ist die einfache Erklärung vom Koran. Und so ist er nicht gestorben. Immerhin ist diese Erklärung in Übereinstimmung mit anderen Koranversen, mit einer grundlegenden Logik und tatsächlich sogar auch mit der Bibel. Und sie kommt ohne Gotteslästerung aus. Allerdings fällt auch dieser Gelehrte in die Falle, dass er meint, genau zu wissen, was diese unklaren Verse bedeuten. Wo doch nur Allah weiß, was unklare Verse bedeuten. Ein anderes Beispiel für einen sehr klaren Vers ist Sure 33,50. Dort geht es darum, mit wem Mohammed alles Geschlechtsverkehr haben darf. Entweder als vertraglich für Lohn angestellte Frau, als erbeutete Sexsklavin oder eben als völlig unverbindliche sexuelle Schenkung zwischendurch. Das darf man natürlich nicht mit Hurerei und Sex außerhalb der Ehe verwechseln. Warum eigentlich nicht? Jedenfalls heißt es da: O Prophet, wir haben dir zu heiraten erlaubt, deine Gattinnen, denen du ihren Lohn gegeben hast. Beachte, islamische Ehe ist keine Liebesbeziehung, sondern ein Lohnverhältnis. Das, was deine rechte Hand an Sklavinnen besitzt, von dem, was Allah dir als Beute zugeteilt hat, gemeint sind erbeutete Sexsklavinnen wie die Jesidinnen beim IS. Also diese Gräueltaten haben sich die Dschihadisten nicht etwa selber ausgedacht, das haben sie direkt von Mohammed gelernt. Die Töchter deiner Onkel väterlicherseits und die Töchter deiner Tanten väterlicherseits, die Töchter deiner Onkel mütterlicherseits und die Töchter deiner Tanten mütterlicherseits, die mit dir ausgewandert sind, also insbesondere Cousinen. Dass das genetisch natürlich problematisch ist, wusste Allah damals noch nicht. Vermutlich auch irgendeine Art wissenschaftliches Wunder? Auch eine jede gläubige Frau, wenn sie sich dem Propheten ohne Gegenforderung schenkt und falls der Prophet sie heiraten will. Aber um heiraten geht es ja gerade nicht. Anstelle von heiraten steht hier eigentlich ein Wort, das den Geschlechtsverkehr bezeichnet, auch in Schimpfwörtern, entsprechend etwa dem F-Wort. Jedenfalls, das darf Mohammed machen mit jeder Frau, die sich ihm schenken will. Allah hätte Mohammed auch direkt sagen können, du kriegst jede, die du willst. Das wäre aber eben nicht so detailliert. Diese knappe Zusammenfassung haben dann erst die islamischen Gelehrten gemacht. Wenn Mohammed eine Frau ansieht und sie begehrt, dann ist es notwendig, dass ihr Mann sie scheidet und Mohammed sie heiratet. Anscheinend wollte Allah für den Koran, dass allen genau klar ist, wen Mohammed alles in seinem Bett haben darf. Bei anderen Versen konnte er sich dann eben entsprechend nicht so ganz klar ausdrücken, was zum Beispiel Messias bedeutet, warum der Messias einen falschen Namen hat, wie es sein kann, dass er der Sohn von Moses Schwester ist und was es bedeuten soll, dass er Allahs Wort ist und ein Geist von ihm und wie das mit den drei ist, von denen Christen angeblich sprechen würden, ist für mich als Christ äußerst verwirrend. Von ungebildetem, irrigem Nonsens kann man hier ja nicht sprechen. Wieso eigentlich nicht? Jedenfalls, all das ist mehr als unklar. Aber man muss eben Prioritäten setzen. Und die waren bei Mohammed klar. Der Prophet Allahs, Friede sei mit ihm, mochte drei weltliche Dinge. Parfüm, Frauen und Essen. Und das merkt man halt auch im Koran. Außer das mit dem Parfüm. Komisch. Naja. Trotzdem meine Challenge an alle Kommentar-Mujahids. Die klare Koran-Challenge.
Warum sind zentral wichtige Dinge im Koran unklar und nicht ausführlich genug beschrieben, während Dinge, die Mohammeds persönliche Lüste betreffen, ausführlichst dargelegt werden? Verbrannt, vergessen, verloren, gefressen. Die katastrophale Entstehungsgeschichte des Koran. Loch an Loch. Weltweit einmalig und exklusiv. Hier auf dem Achso-Kanal. Ein Zweifel kam in mein Herz. Über den Islam, wie ich ihn seit den Tagen der Unwissenheit nicht hatte. Das ist kein Spaß, Brüder und Schwestern.